Die Porträtfotografie ist eines der größten Themenfelder in der Fotografie. Das Porträtieren mit Blitzlicht macht die ganze Sache noch viel schwieriger. Gemeinsam mit unserem Foto-TV-Experten Steffen Petrat haben wir eine ganze Reihe von Filmen zum Thema Porträtieren mit Blitzlicht gedreht. In diesem Video zeige ich euch drei Tipps aus diesen Filmen. Hallo, mein Name ist Sebastian von Foto.TV und wenn es um Porträtfotografie geht, dann ist bei uns bei Foto.TV Steffen Petrat der erste Ansprechpartner. Er ist schließlich der Profi und mit ihm haben wir schon eine Reihe von Serien zu diesem Thema gedreht. In unserem ersten Tipp spricht Steffen darüber, warum und wann er überhaupt ein Blitzlicht benutzt. Auf jeden Fall ist der Blitz, hat er so einen leicht verruchten Ruf. Und ich werde dann gefragt, wie ich das handhabe und ich kann das auch nicht pauschal beantworten. Also bei mir ist das immer davon abhängig, wie die Location aussieht und wie die Situation ist und vor allem, wie die Lichtverhältnisse sind. Und danach wird entschieden, ob ich einen Blitz brauche oder ob ich ihn nicht brauche. Das heißt, für mich ist das keine Geschmacksfrage, sondern einfach eine Frage der technischen Umsetzung und der Zielvorgabe, die vor Ort beherrscht. Die erste Situation, die wir uns heute anschauen wollen, ist eine klassische Situation zu Hause. Wir wollen also viele klassische, typische Szenen in und um die Wohnung herum zeigen in dieser Strecke. Und die erste Szene ist eine, ich sitze am Tisch. Ich habe meine Kaffeetasse dabei und im Hintergrund ist der Garten und das Fenster. Und ja, wenn jetzt das Videolicht ausgeschaltet wird, dann erlebe ich schon, was passiert, wenn eben nicht genügend Licht vorhanden ist. So, das ist jetzt eine der möglichen Situationen, die sich immer wieder stellt. Das Motiv vorne ist, obwohl hier die Lampen an sind, ist zu dunkel und im Hintergrund ist es richtig belichtet. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir lassen es so und haben den Hintergrund richtig belichtet, dann ist unser Motiv zu dunkel. Oder wir drehen es so hell an der Kamera, dass das Motiv die richtige Beleuchtung hat, dann aber der Hintergrund zu hell wird. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die ich habe, wenn ich keinen Blitz einsetzen möchte. Ich drehe die Kamera so hell, zum Beispiel durch einen höheren ISO-Wert, der dann auch entsprechend irgendwann anfängt zu rauschen. Durch eine längere Belichtungszeit oder durch eine offenere Blende kann ich natürlich mein Bild so hell machen, dass mein Motiv richtig belichtet ist. Problematisch ist dabei allerdings jetzt, was im Hintergrund passiert. Denn im Hintergrund habe ich jetzt den Garten und alles, was draußen ist, sehr, sehr weit überbelichtet. Diese Überbelichtung sorgt dafür, dass wir Tonwertabrisse bekommen, die jetzt vielleicht im Digitalen und im Video noch nicht so dramatisch sind, die aber spätestens dann, wenn du dein Bild ausdrucken willst, wirklich hässlich zutage treten. In dem Moment bekommst du nämlich an den Stellen, wo die Tonwerte überstrahlt sind, wo wirklich keine Zeichnung mehr in dem Bild ist. Das bedeutet, wo alle Pixel rein weiß sind und keinerlei Strukturen mehr drin haben, da bekommt man hässliche Kanten zu dem Übergang dahin, wo es wieder etwas dunkler wird. Das heißt, um ein optimal belichtetes Bild zu bekommen, was wir auch im Ausdruck schön wiedergeben können, müssen wir die Bilder so belichten, dass wir keine Tonwertabrisse bekommen. Mein ISO-Wert ist jetzt auf Automatik, weil ich jetzt einfach mal sehr viel der Kamera hier überlassen will und einfach mal sehen möchte, was die so sagt. Und wenn ich jetzt so das erste Testbild mache, dann habe ich genau diese Situation. Die Kamera zeigt mir einen wunderschön belichteten Hintergrund. Das ist alles in Ordnung, aber Marie im Vordergrund, die ja unser eigentliches Hauptmotiv ist, ist viel zu dunkel. Im nächsten Schritt werde ich jetzt einfach die Belichtungskorrektur nehmen und das Bild so weit heller machen, dass Marie richtig belichtet ist. Danke. Und dann sind wir so weit, dass die Kamera mir ein ordentliches Bild gibt, dass das Motiv richtig belichtet ist und schon gut aussieht. Allerdings ist jetzt der Hintergrund, wenn ich mir den genauer anschaue, schon ausgebrannt und überbelichtet. Also der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, ich muss was ändern und ich brauche zusätzliches Licht. In unserem Fall ist das jetzt einfach mal der Blitz, den wir dann dazu schalten wollen. Und wir sehen jetzt zweierlei. Zum einen hat genau das funktioniert, was wir beschrieben haben. Also unser Dynamikumfang, unser Tonwertumfang ist jetzt zusammengekommen. Das heißt, das Motiv im Vordergrund hat genügend Licht bekommen, dass das mit dem Licht draußen zusammenpasst. Also alles im Dynamikumfang unseres Sensors beinhaltet. Das dunkle Motiv im Vordergrund, das helle Motiv im Hintergrund. Wir haben keine Tonwertabrisse mehr. Alles ist ordentlich belichtet.
Ob uns das jetzt schon gefällt oder nicht, sei mal erstmal dahingestellt. Aber auf jeden Fall haben wir es jetzt geschafft, Motiv und Hintergrund vom Dynamikumfang der Kamera so weit zusammenzubringen, dass der Sensor deiner Kamera das alles wiedergeben kann. Nach dieser kurzen Einleitung geht es direkt weiter mit unserem zweiten Tipp. Dort imitiert Steffen das Sonnenlicht. Man kann sich nicht immer auf das Sonnenlicht verlassen. Mal ist der Himmel bedeckt, mal haben wir einfach nicht die Zeit, auf die Sonne zu warten oder wir fotografieren zu einer Tageszeit, an der die Sonne gar nicht mehr scheint. Auch in diesem Film war es der Fall. Und hier nutzt Steffen einen Blitz, um die Sonne nachzuahmen. Wir haben folgende Situation hier aufgebaut. Marie sitzt am Tisch, wälzt ein Buch, hat einen Kaffee getrunken und überlegt, welche Station sie in der Stadt als nächstes entdecken und sehen möchte. Wir haben also eine super Stimmung. Sie sitzt im T-Shirt da und es ist eigentlich, soll es sonnig sein und hell und freundlich, damit wir diese Bildaussage auch mit dem Licht richtig unterstützen und wiedergeben können. Die Lichtsituation jetzt so im Raum gibt das nicht her, das heißt, wir versuchen nachzuhelfen und wir schauen uns jetzt an, was verschiedene Lichtpositionen von unserem Blitz und verschiedene Lichtrichtungen, was die mit dem Bild und der Bildaussage hinterher machen und wie wir zu einem Ergebnis kommen, wo die Bildaussage und die Lichtrichtung, die wir dazu verwenden, miteinander übereinstimmen. Als nächstes versuchen wir es, den Blitz wirklich direkt auf Marie zu richten, ohne ihn gegen die Wand zu schicken, also wirklich den nackten Blitzkopf direkt drauf. Das heißt, wir werden wieder ein Licht bekommen, was diesem Blitzlook entspricht. In der Hoffnung, dass es so aussieht, als wäre es Sonnenlicht, was durch ein Fenster fällt. Und wir gucken uns jetzt an, ob das funktioniert. Was ich jetzt bei diesen Bildern erkennen kann, ist, dass ich zwar ein direktes Licht habe, was auch so einen harten Schatten wie vom Sonnenlicht wirft auf Maries Gesicht, aber im Zusammenspiel mit dem Hintergrund will das nicht so richtig funktionieren, das will nicht so richtig echt aussehen. Das liegt daran, dass das Licht einfach nicht zusammenpasst und es passt einfach hier nicht in dieses Sujet, in diese Wohnung passt diese Art Licht jetzt nicht richtig rein. Also müssen wir was anderes machen. Die Kontraste, die dieses Licht bringt, sind wesentlich höher. Das heißt, wir haben wirklich einen viel größeren Unterschied zwischen den hellen und den dunklen Stellen. Das sieht man in dem Gesicht sehr, sehr schön. Aber echt will es nicht wirklich wirken. Und das ist die Hauptaufgabe dabei, bei diesem ganzen Spiel jetzt die Lichtposition zu finden und die richtige Stelle und ob wir jetzt bouncen oder nicht bouncen, und wie weit der Blitz weg ist vom Motiv, das ist genau die Krux dabei und das ist genau das, was Spaß macht und was dann hinterher den Unterschied macht, ob mein Licht nach Blitzbild aussieht oder ob es authentisch nach einer wirklich echten Lichtsituation aussieht. Dafür werde ich jetzt den Blitz nochmal von der Wand wegholen und gegen die Wand schicken, in der Hoffnung, dass ich dann eine Art großes Fenster imitieren kann, was uns dann wiederum auch hilft, mit dem Hintergrund besser übereinzukommen und zusammen zu spielen und ein Licht zu kreieren, wo der Betrachter, die Betrachterin hinterher sagt, ja, das sieht authentisch aus und da habe ich keine Fragen und da habe ich keine Zweifel, dass dieses Licht natürlich zustande gekommen ist, sondern sehe, so sollte das sein, so war es gewollt und es passt zur Situation. Also das Suchen von dem richtigen Standpunkt für einen Blitz hat sich gelohnt. Das heißt, hier lohnt es sich, hungrig zu bleiben und hier lohnt es sich auch, unzufrieden zu sein mit den Ergebnissen und immer noch eine Möglichkeit zu suchen, wie kann ich es anders machen. Ein guter Tipp, den jeder zu Hause nachmachen kann. Wenn ihr mehr von solchen Tipps und Tricks haben wollt, dann schaut doch mal bei fototv.de vorbei. Registriert euch auf unserer Website, meldet euch für den Newsletter an und wir schenken euch 5 Credits, mit denen ihr direkt die ersten Filme schauen könnt. Auf fototv.de findet ihr nämlich über 3.500 Filme rund um das Thema Fotografie. Unter anderem sehr viele Filme zum Thema Porträtfotografie. Und jetzt geht's weiter mit dem dritten Tipp. Wie Steffen den klassischen Porträtlook im Freien erzeugt, nur mit einem Aufsteckblitz, das zeigen wir euch jetzt. Und heute möchte ich ein Bild machen, wo ich so ein schönes offenblendiges Porträt fotografiere, aber trotzdem den Blitz mit im Einsatz habe. Wovon rede ich? Ich rede von der X-Synchronzeit und damit einer Einschränkung, die ich habe, wenn ich mit Blitz fotografiere. Wenn unser Verschluss aufgeht in der Kamera, dann
geht der auf, öffnet, die Belichtung läuft und wenn die Belichtung fertig ist, geht der Verschluss wieder zu. Bis zu einer bestimmten Verschlusszeit schafft der Verschluss es so schnell zu sein, dass er aufgeht, offen bleibt und wieder zugeht. Das heißt, während der gesamten Belichtung ist der Sensor irgendwann einmal komplett geöffnet. Wenn ich jetzt über die X-Synchronzeit hinausgehe, dann habe ich Verschlusszeiten, wo der Verschluss anders funktioniert. Wo er nicht mehr aufgeht, wartet und zugeht, sondern wo er aufgeht und während er läuft, der eine, kommt der andere schon mit. Das bedeutet, ich habe im Bild immer nur einen Streifen, der frei ist und wo das Licht ankommen kann. Da mein Blitz aber nur punktuell belichtet, würde es bedeuten, dass jenseits der X-Synchronzeit irgendwo noch, wenn der Blitz blitzt, noch ein Verschlussvorhang im Bild ist und ich einen schwarzen Balken im Bild habe. Die Aufsteckblitze heute, die haben eine andere Lösung parat, nämlich das sogenannte HSS, die High-Speed-Synchronisation. Das heißt, der Blitz bietet von Haus aus schon eine Möglichkeit, kürzere Verschlusszeiten als die X-Synchronzeit zu fotografieren. Was macht er? Er macht etwas anderes als eine Blitzauslösung, die sich irgendwo auf der Auslösung, irgendwo auf dem Foto platziert. Er teilt die auf in mehrere kleine Auslösungen. Das heißt, wir haben nicht nur einen Blitz während der Auslösung, sondern mehrere kleine. Und dadurch auch die Möglichkeit, wenn der Verschluss nur einen Spalt freilässt, dass in diesem Verschluss pam, 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 pam mehrere Blitze das Bild gleichmäßig belichten. Wir können aber wiederum die Verschlusszeit so kurz machen, dass wir auf der anderen Seite des Belichtungsdreiecks die Blende öffnen können und damit diesen schönen Porträtlook kreieren, den wir haben wollen, wenn wir draußen Porträts fotografieren und das Modell vorne schön scharf abbilden wollen, aber den Hintergrund in einer totalen Unschärfe verschwimmen lassen wollen. Ich habe jetzt die Verschlusszeit 3 Blenden verkürzt, bin jetzt bei einer 1250stel und öffne im Gegenzug die Blende um 3 Stufen in die andere Richtung. Damit bin ich bei einer Blende 2.0 angekommen und das sollte eigentlich schon reichen, um hier ein schönes Bouquet im Hintergrund hinzubekommen. Mal sehen. Hier sehen wir nochmal den großen Vorteil der Highspeed-Synchronisation. Ich bin in der Lage, mein Objektiv weit zu öffnen, die Blende ganz aufzumachen. Und das bei einer Festbrennweite ist ja genau das, was ich machen möchte. Ich möchte mit einer Blende 1.8, 2.0 oder maximal 2.8 fotografieren, um ein schönes Bouquet, eine schöne Tiefenunschärfe im Bild zu bekommen. Und das ermöglicht mir draußen die HSS-Funktion, wenn ich eben zusätzlich noch das Licht gestalten und mit Blitz arbeiten will. Das sind nur 3 Ausschnitte aus einem ganzen Kurs, den wir mit Steffen Petrat gedreht haben, rund um das Thema Porträtfotografie mit Blitz. Wenn ihr mehr solcher Filme sehen wollt, dann geht auf fototv.de, registriert euch, abonniert den Newsletter und ihr könnt mit euren 5 Credits direkt die ersten Filme schauen. Ansonsten abonniert den Kanal, liked das Video und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der Videos hier auf dem Kanal mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.